meine Lieben, hier zum Part 9 von Outlast. Ja, letzten Part hatten wir es nicht ganz geschafft hier, das zu schaffen. Jetzt versuche ich mal zum dritten Mal hier irgendwie noch den letzten Hebel zu erreichen, ohne hier irgendwelchen Leuten in die Arme zu laufen. Ja, da vorne haben wir nochmal unseren Orgi Borgi. Hoffe, ich werde ihn jetzt mal ein bisschen überlisten. Mit seiner Dummheit spielen. Ja, wir werden uns jetzt mal... So blöd ist er ja gar nicht. Er rennt nicht. Ach Mann, fick doch die Henne hier. Ach Mann, ich hab gedacht, ich hab ihn überlistet, aber er überlistet uns. Zum selten dämliches Schwein. Guck nur immer in deinen Schrank. Das ist halt mehr für mich. Gut. Gleiches Spiel von vorne. Nein, 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 ja. Wir kommen nicht vorbei, wir kommen nicht vorbei. Wir kommen vorbei. Aber wir sind gleich tot. Renn, renn, renn um dein Leben, Alter. Renne. Renn! Ups! Wohin? Das ist die Frage, Leute. Wohin? Können wir ihn austricksen? Ja, zumindest sind wir erstmal geschützt vor diesem Ork. Ja, jetzt müssen wir nur noch das dritte Ventil finden. Das zweite Ventil, Entschuldigung. Und hoffen, dass wir diesen Port hier gesund und munter. Schau ihn atmen. Oh, wo ist er? Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Tja, Leute, ich muss mich leider verstecken. Das nützt nichts hier. Er hat uns wieder am Arsch. Wir verstecken uns mal wieder in unserer Ecke, wo er komischerweise uns nicht findet. Ja, okay, okay. Ja, wir haben schon wieder 4 Minuten hier verblasen, ohne irgendwas zu schaffen. Das ist ja nicht der Sinn. Also werden wir jetzt mal ein bisschen auf Hardcore gehen. Ja, und er hat uns nicht mitgekriegt, wie wir vorbeigerannt sind. Ist das komisch? Ist das geil? So blöd kann nur ein Ork sein. Gut. Wir laufen jetzt mal hier lang. Und ja, hier geht's nicht weiter. Also laufen wir hier. Hier geht's auch nicht weiter. Hier geht's rein. Das ist wunderbar. Das gefällt mir. Ja, wir sind unserem Ziel schon etwas näher. Ja, wunderbar, wir haben das zweite Rohr gefunden. Und hoffe jetzt, dass er uns nicht massakriert. Ja, wir nehmen nochmal eine Batterie auf, Leute, Freunde von heute. So. Hoffen jetzt, dass er uns nicht hier erwischt. Wir kürzen das Stück wieder ab, was wir schon gedacht haben. Und... ja, da ist er. Da ist er, da ist er, da ist er. Ja, ziemlicher Dunst hier. Aber ich muss leider diese Kamera anlassen, weil ich sehe fast nichts.
Freunde, wir bleiben jetzt versteckt hier unten drinne. Warten, bis er ein bisschen abgezogen hat. Und jetzt muss ich bestimmt einen Weg hier rausfinden. Schnell noch Batterie wechseln, bevor uns hier der Saft ausgeht. Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Das ist jetzt die Frage. Wo ist der Weg? Nein! Ja, dieser Mensch wird langsam zu einer Belastung. Aber zumindest habe ich für euch schon mal den Weg gefunden, wenn er euch verfolgt, wo ihr euch am besten verstecken könnt hier. So, jetzt mal kurz überlegen, wo könnte der Weg sein. Ist der Weg wieder zurück, raus aus den Katakomben? Oder müssen wir jetzt dahin, wo vor uns das Wasser war? Das ist jetzt die Frage, das werde ich für euch jetzt hier rausfinden. Hoffe, dass er jetzt ein wenig weiter weg ist. Dass wir nicht wieder denken. Freunde, wir müssen jetzt hier vor. Definitiv müssen wir hier vor, weil hier vorne geht nichts weiter. Da geht auch nichts weiter. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier rauskommen aus der Gefahrenzone. Hier bei den Ork. Ja, hier oben geht's auch nicht raus. Ja, machen wir ganz langsam. Ja, rennen wir jetzt um unser Leben. Verstecken uns hier, dass er erstmal nicht weiterkommt. Und hoffe nicht, dass er uns jetzt verfolgt. Ich weiß es nicht. Ich versuche es jetzt erstmal hier unten, wo das Wasser war. Ich denke mal, wir haben das Wasser abgepumpt. Und schaue jetzt erstmal ganz in Ruhe, ob das Wasser weg ist. Das Wasser ist weg. Jawohl. Das klingt sehr, sehr gut. Also meine Idee war richtig. So, meine Lieben, 8 Minuten hat es gebraucht und einen Part, bis wir dieses Rätsel hier gelöst haben. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es so lange dauert. So, was erwartet uns jetzt hier unten? Hier unten liegt ein Ertrunkener. Wir haben bloß noch eine Batterie, das ist ganz, ganz schlecht. Wir gehen jetzt hier ganz vorsichtig. Das ist nicht gut, dass hier Leute hängen, Leute ertrunken sind. Es wird wohl seinen Grund haben. Nein! Ja, dieser Nebel war wahrscheinlich hier giftig. Ja, hier kommen wir wieder raus. Wunderbar. Raus aus den Katakomben hier, aus der... da oben hat jemand geguckt. Raus, raus, raus. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Hier ist jemand. Ziel, finde den Weg in die Kanalisation. Was ist hier los? Wer schreit hier? Wo führt uns der Weg hin? Oh! Was ist das? Ist das ein Mensch? Was macht der hier?
Ja, das Wasser sieht nicht ganz so gut aus. Es sieht aus wie Blut. Nein! Kommst du daher? So, wir sind in der Kanalisation. Was wird uns jetzt hier gleich erwarten? Was ist da hinten? Was ist da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Nein, wir kommen hier nicht schnell, wir kommen hier nicht schnell, wir kommen hier nicht schnell. Aber hier unten durch. So, meine Lieben, wir müssen Batterien finden. Wir haben nur noch eine Batterie übrig. Ich laufe jetzt mal ein bisschen in Dunkeln, dass wir ein bisschen Batterie sparen. Ja, wir sind schon durch. Oder auch nicht. Ja, ich laufe jetzt mal hier lang. Irgendwo wird uns der Weg schon hinführen. Das klingt nicht so praktisch. Das klingt immer noch nicht so praktisch. Was wird uns jetzt hier erwarten? Ja, nicht viel. Nicht viel, nicht viel, nicht viel. Wo ist der Weg? Nein! Meine Güte, junger Mann, machen Sie mal nicht so schnell hier. Der sieht aus. Der hat das Gesicht zusammengenäht. Okay, gut. Nur Verrückte hier bei Outlast. Tja, Freunde, wir haben jetzt 13 Minuten schon verballert hier von unserer Sendezeit. Ein wenig. Hier können wir noch eine Batterie aufnehmen, Gott sei Dank. Batterien ist hier die halbe Miete, wie ihr schon wisst. So, wo kommen wir jetzt hier rein oder raus? Ich weiß es nicht. Sieht fast so aus, als könnten wir hier oben nicht lang. Zum Beispiel hier durch. Kommen wir vielleicht da durch? Nein, komm. Ah. Ja, Freunde, das Problem ist, wie kommen wir jetzt wieder aus diesem Tümpel hier? Zum Beispiel, wo ist der Weg? Ja, und dieser Weg, den werden wir in den nächsten Part rausfinden. Wenn es dann wieder heißt, Horror mit Danny hier bei Outlast. Viel Spaß jetzt noch in den paar Sekunden. Und dann... Willkommen zurück bald zum nächsten Part, zum 10. Part hier von Outlast. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.